Leute und willkommen zurück zu Let's Play Child of Light. Wir sind, weiß gar nicht, wo ich aufgehört habe. Wir sind auf jeden Fall schon weiter als zum Ende der letzten Folge, denn ich habe diese Folge schon aufgenommen, aber habe dann nach 10 Minuten gesagt, nee, es bringt nichts. Wir fangen nochmal von vorne an, denn ich wurde mehrfach unterbrochen und ich dachte mir, naja, bevor ich jetzt alles so sporadisch zusammenschneide, mache ich die Folge lieber nochmal. So viel ist nämlich nichts passiert. Wir haben nämlich nur ein paar Quests angenommen, die ich euch hoffentlich gerade schnell zeigen kann. Ja, die haben wir hier. So. Finnennot haben wir erledigt. Rubella-Not, das kennen wir schon. Grauen im Garten, genau. Das habt ihr, glaube ich, noch nicht gesehen. Vertreibe am blühenden Baume in Mathildes Wald alle dunklen Kreaturen aus Arvos Garten mit Gewalt. Das haben wir nämlich von Finns Großvater, vom Arvo, bekommen. Weil der Finn zu sehr ein Weichei ist, um das zu tun, sonst wir für ihn erledigen. Und Achilles Odyssee. Such bei einem Windräder nach dem fliegenden Schwein. Eine Kapilli, ritzte Achilles mit leuchtender Tinte ihr Zeichen ein. Ja, Achilles ist nämlich ein fliegendes Schwein. Ich kann euch die fliegenden Schweine schnell zeigen. Moment. Glaube ich zumindest. Nee, es war doch nicht hier. Ja, es gibt die fliegenden Schweine. Und ja, davon ist eins entflohen, ein Haustier, und das sollen wir wieder finden. Ja, was ich allerdings jetzt noch machen wollte, ist auf der Karte Lemurias. Ach, wo war das? Wir gehen jetzt mal zum alten Kloster. Ich glaube nämlich, das war hier. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Denn jetzt, wo die Kapilli zurückverwandelt sind, bin ich falsch. So, diese Schnellreisefunktion ist für sowas richtig praktisch, muss ich feststellen. Da habe ich beim ersten Aufnehmen dieses Videos gar nicht dran gedacht. Deswegen, ja, jetzt denke ich dran. Und jetzt nutze ich dieses Feature auch voll und ganz aus. Wollte ich hier runter? Ja, genau hier wollte ich hin. Tja, hier müssen wir lang. Ne, ist eigentlich egal, ob oben oder unten. Läuft alles auf selber raus. Hier. Chill. Ja, noch ein bisschen weiter in die Richtung, wenn ich mich recht erinnere. War ich... Moment. Ich habe die noch gar nicht aufgemacht. Oh. Ja, einmal mit Profis arbeiten, ne? Ja, habt schon recht. Ihr habt recht. Wo war er denn? Hat hier der alte Mann aus dem Dorf sein Haus? Hä? Die waren aber das letzte Mal noch nicht da, die Spinnen. Pass auf. Pass auf, der dunklen Kreaturen gibt's noch. Ich setze mich gegen sie zur Wehr. Okay, ich hab's gerade nicht ganz schnell lesen können. Passt auf, die dunklen Kreaturen gibt's noch mehr. Ich setze mich gegen sie zur Wehr. Ja, ich sag immer nur dasselbe. Aber wo war es denn? Ja, wenn ich's finde, dann wisst ihr, was ich meine. Ich muss es halt nur erstmal finden, ne? Ach, da war ich auch noch nicht. Sag mal. Verplan hier lauter Sachen, Mensch. Da oben war ich dann bestimmt auch noch nicht. Achso, das sind auch wieder Dornen. Ja, ja. So, nee, hier war ich noch nicht. Okay. Wo geht's hier hin? Oder war ich hier schon? Nee, nicht, dass ich wüsste. Oder doch, hier war Rubella, oder? Es wird sie runterfallen, ne? Es könnte sie hier runterfallen. Ah, oh, das glaube ich, habe ich mich verlaufen. Rechts zum alten Kloster? Nee. Hier war ich auch schon. Ach, Mano. Hier wollte ich hin. Yes. Hier saß nämlich die Krähe, wenn ihr euch erinnern könnt. Das habe ich nämlich noch im Kopf gehabt. Und deswegen wollte ich hier hin. Okay, ich dachte schon, ich kann hier unten irgendwas machen. Der gibt's doch nicht, nein! Wo kann nur mehr eine Schaufel sein? Okay, also hätte ich eine Schaufel, könnte ich jetzt hier was machen. Na toll. Hat sich ja gelohnt. Ist das ein Gegner? Ist das Kleine da ein Gegner? Nee, ich dachte schon. Ja, hier war ich ja schon, hier habe ich ja schon alles aufgemacht. Aber jetzt fliege ich nochmal zurück. So. Da. Was? War doch weit genug weg, oder?
Na gut, dann halt nicht. Dann kämpfen wir halt. Habe ich kein Problem damit. Das kriegen wir auch hin. Das kriegen wir alles gebacken. Feuer. Sollte recht effektiv sein, denke ich. Ach, die halten eh nur einen Schlag aus. Mensch. Ja, aber unterbrechen. Ja, jetzt hör auf, da unten zu behaupten, dass Verteidigung gegen Unterbrechung schützen würde. Das habe ich schon probiert, das funktioniert nicht. Lügner. So. Yep. Die sind schnell. So. Aber nicht schnell genug. So. Wäre das auch geklärt. Oh Mann, mit der verdammten Beinschiene wegen meiner Kniescheibe weiß ich immer nicht, wie ich sitzen soll. Ist echt nervig. Echt nervig, sag ich euch. Wenn ihr nichts am Knie habt, freut euch. Ist nicht schön. Ist nicht schön. Ach, hier war ich schon doch. Mensch, habe ich doch so viel verpasst, ne? War zwar nichts drin, was ich wirklich hätte brauchen können, aber egal. Haha. Ich muss mit diesem kleinen Boost hier aufpassen. Nicht, dass ich noch in was reinlaufe, wo ich gar nicht reinlaufen will. Na, das gilt es ein bisschen zu vermeiden. Ich meine, wie gesagt, wäre jetzt auch nicht schlimm, aber nee. So. Geht's eigentlich runter? Kommt hier noch was? Ah, hier kommt noch was. Hier war ich noch nicht, ne? Oder doch? Hier war ich anscheinend doch schon. Hui. War ich hier schon? Ich sehe nichts. Da ist Ignikulus. Okay, da war ich auch schon. Gut. Dann weiter im Text. So. Hier ist ein Haus. Und ich glaube, wäre vielleicht eine gute Idee, wenn ich die angreife und besiege. Überraschungsschlag. Haha. Hieb gegen Schweinchen. Eins. Okay, macht denen jetzt nicht so viel Schaden. Die sind anscheinend wirklich stärker. So. 88. Oh ja, die halten schon einiges aus. Das merkt man schon. Ja, für alle ist Tempo erhöht. Ist okay, ist klar. Und 33 Schaden, ja, ist klar. Ihr seid cool, seid ihr. Voll cool und so. Ich probier's mal mit Lichtstrahl. Du machst nochmal Lauffeuer auf die Spinne. Nicht unterbrochen. Doch. Bei jedem Angriff unterbrochen, ne? 40! Heil mal. Mach mal heilen und so, ne? Sei mal cool und heil. Danke. Oh, die machen schon Schaden, ne? Moment, hier wird eingesammelt. Dann geht's weiter. Lichtstrahl. So. Bitte nicht auf, nach Aurora. Bitte nicht. Doch, natürlich. Ach, komm schon. Ich probier's mal mit Blitzschlag. Ich glaube, nichts von all dem ist gegen die effektiv. Deswegen mache ich jetzt doch mal Feuer, weil das den höchsten Grad hat bei mir. Gott, die teilen da Schaden aus. Das ist ja nicht mehr feierlich. Okay. Wen habe ich jetzt gerade? Okay. Ja, wir wechseln Rubella für Aurora. Weil sie muss heilen. Ganz dringend. Genau. Mann, wie sind die so stark? Ich verteidige jetzt doch mal in der Hoffnung, dass es was bringt. Ich habe, ihr habt es ja gemerkt, ich habe echt negative Erfahrungen gemacht mit dem, mit dem Verteidigen. Deswegen mache ich es auch nicht so gern, aber ja, was muss, das muss. Wird schon irgendwie funktionieren. So. Ach,
die sind verwundbar durch Feuer. Das habe ich jetzt gerade bei Rubella gar nicht gemerkt, Entschuldigung. Da habe ich nicht richtig aufgepasst. Ja, komm, die werden doch auch was aushalten. So. Gut, das war's. Aber die haben jetzt schon richtig Schaden ausgeteilt, ne? Ah, die waren jetzt schon... Puh. Tough. Falsche Taste. So, hier. Ach, ich wollte hier auf Lauffeuer alle, ne? Stärkeaufwertung. Ja, ich weiß, hier ist stark erwischt. Ja. 18 von 125 Lebenspunkten. Ich dachte, ich könnte in das Haus rein. Kann ich aber augenscheinlich nicht. Ja, setz du dich mal zur Wehr. Habe ich gesehen, wie du dich zur Wehr setzt. Nee, komm. Dann Karte Lemurias. Kapilidorf. So, müssen wir jetzt nicht alles zu Fuß gehen. Oder fliegen, was auch immer. Ja, So. Halt mich das hier auch? Ja, tatsächlich. Ja, mach mal Ignikulus. Ja. Dich laden wir gleich wieder auf, keine Sorge. Beziehungsweise lässt sich ja selbst schnell auf. Oh, nee, du schießt mich hier nicht ab. Nee, du nicht. So. Wo geht's hier weiter? Kann ich da runter? Ich probier's jetzt dann mal. So. Oder nee, hier geht's runter. Okay, Heiltonikum, okay. Ja, einmal noch ein bisschen Aurora. Nur die eine Ladung noch, dann passt das erstmal. Okay. Oh, nee, da wollte ich nicht runter. Ja, okay, kann ich nicht runter. Ich will nicht. Ich will nicht da hoch. Ich hab gesagt, ich will da nicht hoch. Nee. So. Nein, du gehst da links rüber. Ah, zu einer Kiste. Ungeschliffener Saphir, cool. Ja, aber wie ich die letzte Folge, beziehungsweise die letzten Folgen schon festgestellt habe, hereingelegt. Nie. Es ist schon ein extremer Unterschied, wenn ich hier die Kämpfe auf Experte spiele. Weil die machen schon. Also die hauen jetzt schon rein, muss ich echt sagen. Die sind jetzt schon wirklich hart im Nehmen, auch die Gegner. So, und durch Feuer. So, Lauffeuer, du mal gegen den. Vielleicht reicht's ja schon, man weiß es ja nicht. Er macht ja doch viel Schaden, der gute Finn. Ja, könnte sogar schon reichen. So. Nee, reicht nicht, schade. Wie schnell ist denn der? Ich dachte, der wäre unterbrochen. Mann. Dann holt er Lauffeuer gegen den und Rubella macht nochmal Überrumpelung mit Feuer gegen den. Ja, das hat gereicht. Ah, okay. So, Handeln, Heilung. Auf Finn. Und du machst mal Lauf. Feuer, ja. Okay, ja. Das könnte funktionieren. Das klingt gut. Ja. Das ist gut ausgegangen. Das ist sehr gut ausgegangen. Gefällt mir.
Wächter Lemurias. Oh, oh, oh. Oh, Fähigkeitenpunkt für Aurora. Sehr schön. Finde ich schön, dass ihr da alle gleichmäßig aufleveln. So, Lichtstrahl alle möchte ich noch haben, deswegen gehe ich hier noch runter. Danach werde ich mal einen anderen Weg einschlagen, ein bisschen den Kämpferweg. So, da ist Wiederbeleben. Oh, gut. Auch wenn ich es eigentlich mit Rubella nicht brauche. Weil Rubellas Wiederbeleben fast schon besser ist. Fast. Ich habe es noch nicht getestet. Also mit dem Ding habe ich es noch nicht getestet, mit dem Wiederbeleben-Trank da. So, ja, gut, gut, gut. Cool, cool, cool. Ey, verdammt. Okay. Ah, verdammt. Schwieriger als es aussieht. So, ein bisschen konzentrieren. Kischt. Ungeschliffener Smaragd. Gut, ich mag die Ukuli. Macht mir Spaß, sowas zusammen zu schustern. Das mochte ich schon in Diablo immer so. Ah, hier unten bin ich vom Wind geschützt. Nee. Ja. Ah, okay. Ah, ja, okay. Gut, gut, verstehe. Ah, ich verstehe, was ich muss machen. Was ich machen muss, wollte ich sagen. Okay. Okay. Ach so, ja, ich bin blöd. Entschuldigt, ihr müsst verstehen, ich bin blöd. Ja. So, jetzt aber. Genau. Genau so und nicht anders. Na, nimmst du mal. Ach, das kann sie nicht mit den Flügeln, dafür musst du gehen. Okay. Ah, hat genau gepasst vom Timing her. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das nehmen wir auch noch mit. Oh, oh, oh. Wow. Das ist eine richtige Schatzkammer hier. Wow. Noch ein Sternenstaub und dann noch das hier. Wow. Wow, 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 wow. Krass. Kuli. Ja. 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 So, den kriegst du nicht mehr. Doch, den kriegst du wieder. So. Ja, es bringt nichts. Körperlichen Schaden um 5%. Ja, was kriegt sie? Und dafür kriegt sie dann den Diamanten. Und da kriegt sie. Ja, ich habe gerade ein bisschen überlegt. So. Den Sternstaub, den benutzen wir gleich. Aber natürlich nicht auf sie. Auch nicht auf sie, ne? Sondern auf ihn. Er ist ja quasi unser DD, unser Damage Dealer. Ta-ta-ta. Ja. Wer hätte ich jetzt denken können, dass es für diese Tür war? Ach so, das war's schon. Okay. Ach so. Ach, das war nur wirklich für eine, in Anführungszeichen, Schatzkammer. Finde ich aber cool, dass sie sowas eingebaut haben. Sowas mag ich. Sowas mag ich wirklich. Finde ich cool. Da oben. Da geht's auch nochmal rein. Nee. Lass mich hier rein.
Achso, da oben. Oh, 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 oh. Magieresistenzsternstaub, okay. Wem gebe ich das? Das kriegt jetzt aber Aurora. Oder? Ja. Lass mich mal schauen. Was habe ich hier noch? Was habe ich hier noch? Was habe ich hier noch? So. ja, Okuli, da brauche ich noch mehr. Brauche ich noch viel mehr. Es weht und bläst ein stärkerer Wind. Nach dir, mein Vater, sehnt sich sein Kind. Nach dir, mein Vater, sehnt sich dein Kind so. So viel Gefühl, noch wüsste ich doch auch, wozu man einen Vater braucht. Der Vater bringt mich nachts ins Bett, hält mich, wenn ich einen Albtraum hätte. Immer weiß er, was ich brauche. Er ist mein bester Freund und immer nett. Ein einziger Vater all das tut? Darin sind Väter richtig gut. Okay. Ja, ich wollte eigentlich die Folge auch noch beenden, direkt in dem Zuge. Da hat mich der Cut quasi darauf hingewiesen. Ah, nochmal. Das ist gerade so richtig einfach nur Gegenstände sammeln, oder? Bekenntnis, 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 yay! Ja, ich kann es immer nicht verkneifen, weiterzufliegen, ich weiß schon. Gut. Gut, gut, gut. Ja, das Bekenntnis lesen wir noch und danach ist aber... Ach so, und Sternstab benutzen wir noch. Danach ist aber Feierabend für heute. Danach könnt ihr ins Bett gehen, liebe Kinder. So, Bekenntnisse, wo haben wir es da? Mit Auge und Hand ich den Spiegel erfasse. Hier wurde einstmals Zimbers Tochter verbannt. Lemurias Feindin durch meine Hand. Oengus schickte sie durch diese Gasse. Hinein darf allein die Verbrecherklasse. Das ist Gesetz, seit die Spalte entstand. Ein verbotenes Bild, außer Rand und Band. Passend für jene da unten, die Masse. Diese Seite ist starr, bewegt sich nicht. Die Entdecker suchten dort Zuversicht. Wir sperren uns aus, Tradition wieder ein. Gefrorenes Abbild der Vergangenheit. Fern das Geheimnis einer Odyssee weit. Ich berühre das Glas, dann falle ich hinein. Ja, ich habe es ein bisschen blöd gelesen, ich weiß, Entschuldigung. Ja, das war's mit dieser Folge von Let's Play Child of Light. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wenn ja, dann sagt mir das doch. Wenn eher nicht so, sagt mir das bitte gerne auch. Und schaltet vor allem das nächste Mal wieder ein zu Let's Play Child of Light. Tschüss.